Eine Mehrheit von 57 Senatoren stimmte am Samstag zwar für eine Verurteilung des Republikaners, sie verfehlten damit aber die für eine Verurteilung im Senat nötige Zweidrittelmehrheit von 57 Demokraten und 7 Republikaner stimmten für eine Verurteilung Trumps. Neue Aufnahmen aus dem Kapitol. Hier flieht Mike Pence mit dem Atomkoffer. Quelle: Bild. Heute teilen Twitter per Mail versenden. Die Demokraten hatten das Amtsenthebungsverfahren wegen Trumps Rolle bei der Erstürmung des Kapitols am 7. Januar angestrengt. Sie wollten damit auch erreichen, dass der inzwischen aus dem Amt geschiedene Präsident für künftige politische Ämter auf Bundesebene. Damit wäre es Trump unmöglich gewesen, sich bei der Wahl 2024 erneut um die Präsidentschaft zu bewerben. Trump: Unsere Bewegung hat erst angefangen. Trump dankte den republikanischen Senatoren für den Freispruch und erklärte, dass seine politische Bewegung erst am Anfang stehe. Er freue sich auf die unglaubliche gemeinsame Reise, für unser ganzes Volk amerikanische Größe zu erreichen, sagte er in einer Stellungnahme. Zudem dankte er seinen Anwälten, die Gerechtigkeit aufrechterhalten und die Wahrheit verteidigt. Trump erklärte sich zum Opfer der größten Hexenjagd in der Geschichte unserer. Die Demokraten hätten versucht, den Rechtsstaat zu untergraben. Auch interessant: McConnell: Trump für Sturm auf Kapitol verantwortlich. Er habe diese wochenlang mit Lügen zu seiner angeblich haushoch gewonnenen Wahl aufgehetzt, sagte McConnell im Senat über seinen Parteikollegen. Trump habe die Erstürmung orchestriert und habe seine Pflichten als Präsident schändlich verletzt, sagte McConnell. Schumer: Freispruch für Trump, eine Schande. Der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, 70, kritisierte seine Kollegen von den Republikanern. Die Anstiftung zum Angriff auf den Sitz des Kongresses sei die verabscheuungswürdigste Tat, die ein Präsident jemals begangen hat, sagte Schumer. Verfahren in Rekordzeit geführt wurde das sogenannte Impeachment-Verfahren seit Dienstag im Senat. Die Kongresskammer nahm dabei die Rolle eines Gerichts ein. Obwohl auch viele Republikaner Trump für seine Rolle bei den Ereignissen Januar kritisierten, schien eine Verurteilung unwahrscheinlich. Dafür hätten sich den 50 Demokraten 17 Republikaner anschließen müssen. Schüsse, Randale, Tränengas. Trump-Anhänger stürmen US-Kapitol. Quelle: Bild. Reuters. Twitter teilen. Twitter per Mail versenden. Vor der Abstimmung im Senat hatte Chefankläger Jeremy Raskin gesagt, die Beweislast für Trumps Verantwortung für die Erstürmung des Kapitols durch seine Anhänger Januar sei überwältigend und unwiderlegbar. Der Kongressabgeordnete Giannis warnte, dass die Gewalt nur der Anfang gewesen sei. Trumps Anwaltverteidiger Michael van der Fern stellte den Ex-Präsidenten dagegen als unschuldig dar. Zu keinem Zeitpunkt haben sie etwas gehört, das jemals als eine Ermutigung oder Zustimmung für einen Aufruhr durch Herrn Trump ausgelegt werden könnte. Jede gegenteilige Behauptung sei absurd. Am Samstag stimmten die Senatoren für eine Befragung von Zeugen, was kurzfristig für Verwirrung sorgte und letztlich aber wieder verworfen wurde. Beide Parteien hatten ein Interesse daran, das Impeachment zu einem schnellen Abschluss. Die Demokraten wollten verhindern, dass das Verfahren den Beginn der Amtszeit von Präsident Joe Biden überschattet, und den Senat. Für die Republikaner erschien ein längeres Verfahren ebenfalls nicht wünschenswert. Sie wollen in die Ära nach Trump. Lesen Sie auch: US-Heimatschutzministerium schlägt Alarm-Terrorwarnung wegen frustrierter Trump-Fans. Das US-Heimatschutzministerium hat eine Terrorwarnung herausgegeben. Die Sorge: Frustrierte Trump-Fans könnten zu den Waffen greifen. Nach Stürmung des US-Kapitols. FBI identifizierte mehr als 400 Verdächtige. Rund 3 Wochen nach dem Sturm auf das US-Kapitol hat das FBI mehr als 400 Verdächtige identifiziert. 130 Personen wurden festgenommen. Der Kapitolsturm am 6. Januar. Am 6. Januar hatten Anhänger des abgewählten Präsidenten gewaltsam das Kapitol gestürmt. Dort war der Kongress zusammengekommen, um den Wahlsieg von Trumps Nachfolger Biden offiziell zu bestätigen. Bei den Krawallen kamen 5 Menschen ums Leben, darunter ein Polizist. Trump hatte seine Anhänger unmittelbar zuvor damit aufgewiegelt, dass ihm der Wahlsieg gestohlen wurde. Er sagte unter anderem: Wenn ihr nicht wie der Teufel kämpft, werdet ihr kein Land mehr haben. Nach rechts zeigt in das Dreieck. Für Trump war es bereits das zweite Amtsenthebungsverfahren, dem er sich Trump stellen muss. Beim ersten Impeachment musste er sich in der sogenannten Ukraine-Affäre wegen Machtmissbrauchs und der Behinderung von Kongressermittlungen verantworten. Im Februar 2020 wurde er am Ende jedoch vom Senat von allen Vorwürfen